Herzlich willkommen bei Kickit, unserem Fußballtalk von der anderen Art. Anders, weil wir auch in Sachen Fußball ein bisschen über den Tellerrand ausschauen und uns nicht nur mit Fußball auf dem Rasen, sondern auch mit Fußball auf dem Sand beschäftigen. Spielt Bierstock gibt es übrigens erst seit 1957, kommt aus Brasilien und in der Schweiz nachhaltig den Sport prägt, haben unsere beiden Gäste, Angelo Girinzi und Stefan Meyer. Darum schauen wir uns jetzt schnell die beiden Werdegangs an. Stefan Meyer ist wohl der bekannteste Beachsoccer-Spieler hierzulande. Er wurde 2005 Europameister mit der Schweizer Nationalmannschaft, holte sich zweimal die italienische Meisterschaft und einmal den Cup. Doch wie fast alle Schweizer Strandkicker begann auch er seine Fußballkarriere auf dem Rasen. 5 Jahre lang stürmte er für den FC Aarau und schaffte gar den Sprung in die U17-Nationalmannschaft. Auf dem aargauischen Brücklifeld traf er dann auch auf seinen heutigen Trainer Angelo Girinzi. Dieser machte Meyer das Kicken auf Sand schmackhaft. Denn seiner Ansicht nach ist Stefan Meyer als Halbbrasilianer prädestiniert für diesen Sport. Girinzi packte Meyer, nahm ihn an ein Nationalspiel in Marseille mit und um den 26-Jährigen war es geschehen. Das Beachsoccer zog Meyer komplett in seinen Bann. Die Solothurner hat es weit gebracht. Im Moment ist er der einzige Beachsoccer-Profi der Schweiz und spielt zusammen mit Nationalmannschaftskollege Dejan Stankovic in Italien bei Catania. Spielertrainer Angelo Girinzi ist seit 2001 im Amt und voll des Lobes für seinen Schützling. Er sei froh, auf einen derart talentierten Spieler zählen zu können. Zudem habe er eine enorm hohe Sozialkompetenz. Nicht nur in seinem Hobby, das er zum Beruf machen konnte, läuft es dem Solothurner so richtig gut. Denn der Sunnyboy ist seit etwa einem halben Jahr mit der ehemaligen Miss Schweiz Anita Buri liiert. Ob die Schmetterlinge im Bauch Meyer in seinen sportlichen Leistungen noch mehr beflügeln? Die Chance dazu bietet sich im November bei der Beach Soccer WM in Dubai. Angelo, Grundtechnik aus dem Beach Soccer. Das muss einfach die Basis sein, wo die Beachsoccer-Spieler daraus gemacht sind. Ja, also der Stefan hat es richtig gesagt. Also ich glaube nicht, dass jeder Fußballer einfach auf den Sand gehen könnte und da könnte revisieren, sondern Beachsoccer ist ein bisschen mehr. Es ist fast eine eigene Sportart. Es ist schon Fußball auf Sand, aber es wird ganz anders gespielt. Es hat ganz andere taktische Voraussetzungen. Es braucht physisch sehr viel mehr. Es braucht technische Voraussetzungen, die nicht die meisten Fußballer haben. Es braucht auch ein sehr viel schneller Spiel. Es braucht kognitiv sehr viel schneller, muss man umschalten. Mhm. Der Goalie hat eine ganz, ganz wichtige Rolle, das weisst du, du bist mitgekommen als Goalie-Trainer, du hast das mitgekriegt. Es ist eine andere Sportart. Und Romario hat einmal gesagt, vor längerer Zeit, habe ich mal gelesen, einen Bericht, nicht jeder Fußballer kann Beachsoccer spielen, aber jeder Beachsoccer spielen kann Fußball spielen. Und das ist, diesen Weg muss man es mal sehen. Und es ist wirklich so, also es ist sehr schwer Beachsoccer zu spielen und es braucht Spezialisten heutzutage. Wir haben ganz anders angefangen, wir haben 201, haben wir den Sport in der Schweiz, haben wir in die Schweiz gebracht und seitdem haben wir eine riesige Entwicklung gehabt. Am Anfang haben wir angefangen mit ehemaligen Fußballern, Tommy Bickel, Dario Zuffi, und haben das gut gemacht. Aber der Erfolg ist ausgeblieben, weil schlussendlich die anderen Nationen wie Frankreich oder Spanien haben bereits dort schon längere Jahre Beachsoccer gespielt und haben mit Spezialisten gespielt. Und da haben wir aber schnell aufgenommen. Wir haben auf Spezialisten gesetzt, wie Stefan, der ist dort erst 22 Jahre gewesen, hat den Durchbruch in der Nation nicht ganz geschafft. Aber ich habe Zeichen erkannt und habe gesagt, Stefan, willst du jetzt in einer neuen Sportart im Prinzip eine Pionierrolle eingehen? Willst du etwas kreieren? Und wir haben im Prinzip so die Mannschaft jetzt zusammengestellt und seit 2003 haben wir eine Mannschaft mit Spezialisten, wo wir können weltweit an der Spitze mitspielen. Wie bist du überhaupt auf den Stefan gekommen? Also ich habe selber noch bei Aarau ein Engagement gehabt. Ich war Trainer im Nachwuchs, in der U15. Und habe aber noch die Nachwuchsspieler am Morgen betreut, Stürmertraining gemacht. Ich habe Zusatztraining gemacht für talentierte Spieler beim FC Aarau. Und so den Stefan kennengelernt. Und natürlich auch David Degen war da. Wir haben sehr viel, auch Alain Schulz, der bei GC ist, wir haben sehr viel miteinander geschwätzt. Wir sind auch immer gegessen zusammen. Und haben natürlich auch immer gehört, was sie machen im Fußball, wo sie ahnen wollen. Und beim Stefan habe ich schnell einmal herausgespürt, dass er dort damals den Dritt nicht richtig gefunden hat mit dem Trainer vom Mainz. Und dass er gewisse, vielleicht eine Unruhe da war oder eine gewisse, er hat sich einfach nicht wohl gefühlt. Und dann, als ich gemerkt habe, er macht einen Schritt weg vom FCA aus dem Profifußball raus, habe ich natürlich zugegriffen und gesagt, das ist das Richtige für dich und konnte ihn integrieren in dieser Mannschaft. Ich kann dir aber sagen, wenn ich jetzt als Fußballer
am Tag nach der Mr. Schweiz-Wahl reinlaufen in eine Kabine, dann musst du schauen, dass das irgendwie nicht. Das wird ziemlich komisch. Ist das ein Teil an dich, Angelo? Der Teil Stefan Meyer mit seiner ganzen Art ist ja, hilft dir ja auch, den Beachstocker weiter zu transportieren? Also ist das ein Teil, den ihr braucht? Absolut richtig. Und wir fördern das auch. Wir nehmen ihn auch als Aushängeschild. Ob ich den Stefan euch ganz anders sehe. Er ist ein absolut kompetenter und seriöser Mensch. Wenn ich ihn bei uns dabei habe, also wir sind ja, bei uns ist nicht Beachstocker, wenn wir das Gefühl haben, wir sind irgendwie in Rom und machen 4 Tage Scheiweiß und wir bereiten uns top professionell vor, es gibt keinen Ausgang. Es sind alle sehr, und er ist immer ein grosses Vorbild, also da gibt es gar nichts. Natürlich, wenn er auf dem Feld ist, dann merkt man, er kann mit dem Publikum spielen, er hat absolut hohe Sozialkompetenz, er kann mit den Kindern sehr gut umgehen, er macht auch in der Schweiz alle Programme, die wir haben mit den Kindern, dort auch umsetzen. Und das spüren die Leute. Es gibt einfach ein gewisses Charisma, das er hat und wo er die Leute kann faszinieren kann. Und dann hast du natürlich klar, dass wenn er ein Goal schießt, dann tut er mit dem Publikum spielen oder macht einen tollen Torjubel, wo die anderen nicht so machen. Und das macht ihn einzigartig. Aber ich denke auch einzigartig auf dem Feld, wenn man sieht, was er kann. Er ist nicht nur eine Rampensau, in Anführungszeichen und Schlusszeichen, sondern er ist auch ein sehr guter Beachsoccer-Spieler. Mhm. Und das macht ihn einzigartig schlussendlich. Birgt einfach eine Gefahr, dass man dann vielleicht das halt immer so als Leistungssport wahrnimmt, oder? Nach außen, wie es halt auch ein bisschen nach Zirkus und Showbusiness aussieht. Das ist auch kein Problem für mich. Also ich muss sagen, ich komme gut damit zurecht. Also wenn man Beachsoccer ein bisschen anders sieht als Fußball, wir sehen es auch ein bisschen anders. Mhm. Wir sind aber trotzdem, wenn wir sehen, unser Trainingsprogramm anschauen, oder das wir für die WM qualifiziert haben, wir sind jetzt bereits 8 Wochen vorher, treffen wir uns täglich. Wir haben in Basel ein permanentes Feld, wir haben eine Halle in Basel, wir treffen uns täglich. Der Stefan macht noch zusätzlich mit dem Stankovic noch weitere Training. Wir haben so ein G-Moneybank-Förderprogramm, das eben 2 Spieler ermöglicht hat. Sogar jetzt noch einen dritten mit dem Goalie, mit dem Nico Jung, dass sie können mehr trainieren können, dass sie sich noch mehr können für den Sport einsetzen können und dass wir natürlich noch erfolgreicher werden. Und da sehe ich, dass wir schon Leistungssport machen. Und wir dürfen einfach nicht 1-1 mit Fußball vergleichen. Wir haben nicht das Geld, das im Fußball rum ist. Aber ich vergleiche das zum Beispiel mit anderen Sportarten, olympischen Sportarten, wo man Schwimmer, die trainieren unglaublich viel. Aber was haben sie denn schlussendlich für eine Anerkennung in der Gesellschaft oder in den Medien? Ganz kleine. Und wir sind aber dort schon ein bisschen privilegiert, weil wir haben den Fußball noch als grossen Bruder. Und dort tun wir ein bisschen mitziehen, medial. Aber ich habe nichts mit dem Klischee, dass wir ein bisschen Lifestyle und ein bisschen lustig und so, das ist kein Problem für mich. Sondern ich weiss, was wir machen. Ich weiss, was wir erreicht haben. Und wenn man das Palmarès anschaut, dann muss ich sagen, sind wir sehr stolz, was wir gemacht haben in den letzten Jahren. Mhm. Beachsoccer wird schon seit über 50 Jahren gespielt und hat seinen Ursprung an den Sandstränden von Brasilien. Über die USA fand die neue Sportart den Weg nach Europa, wo seit 1998 in der European Pro Beach Soccer League gespielt wird. 2001 wurde der Schweizer Beachsoccerverband gegründet, der seither für die Durchführung einer nationalen Meisterschaft verantwortlich und seit kurzem auch der FIFA angegliedert ist. Da aber den Clubs hierzulande immer noch wenig Beachtung geschenkt wird, bleibt die Nationalmannschaft das Aushängeschild der noch jungen Sportart. Sie konnte in der Vergangenheit immer wieder Erfolge feiern und genießt international großes Ansehen. In Rom fanden im Mai die offiziellen Beach-Soccer-Europameisterschaften statt, bei der sich unsere Beach Boys prompt für den Finale gegen Spanien qualifizierten. Das Spiel ging 4-6 verloren. Zuvor sorgte allerdings im Viertelfinale gegen Frankreich der ehemalige Man U-Star und heutige Nationaltrainer, der Equipe Tricolore, Eric Cantona, für Aufsehen, als er seinen Frust über die Niederlage an Goalie-Trainer Jörg Stiel ausließ und diesem nach dem Spiel mit der Hand ins Gesicht schlug. Im Juni gastierte erstmals die GE Moneybank Beach Soccer Tour in der Westschweiz. Am Turnier in Lausanne nahmen neben der Schweiz auch Deutschland, Tschechien und Holland teil. Die starke Leistung unserer Nazi wurde mit dem Turniersieg und 50 Punkten für die Europa-Rangliste belohnt und lässt die für im November anstehende WM in Dubai einiges erhoffen. Im Rahmen der Schweizer Meisterschaften trat die Beachsoccer-Nationalmannschaft am 14. August im Zürcher Hauptbahnhof zu einem Testspiel gegen die Samba-Kicker aus Brasilien an. Bei diesem Event stand eindeutig die Show im Vordergrund und die Zuschauer kamen in den Genuss von schönen Toren und viel Spektakel.